Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns das Badezimmer an. Das steht kurz vor Endmontage. Das bedeutet, es werden nur noch Waschtisch, Toilette und Heizung angeschlossen. Dann ist es fertig. Das heißt, der Raum ist quasi schon saniert. Das gucken wir uns an und ich zeige euch, welches Projekt wo jetzt als nächstes ansteht. Denn natürlich, Maxim und ich haben etwas Neues, was uns ein bisschen gestört hat. Das zeigen wir euch und das sollte sehr, sehr spannend werden. Und ich würde sagen, Feuer frei! Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Aber bevor wir mit dem Video beginnen, muss der Kater einmal geschmust werden. Hallo. Er freut sich immer, na? Du hast es hier richtig gemütlich auf meinem Sessel gemacht, oder? Wo ist denn Luki? Wollen wir mal Luki suchen? Ja, schlaf mal weiter, ne? Da liegt Luki, neben meiner Hose. Es ist einfach zu warm, um Hosen zu tragen, ne? Hallo Kater, schön, dass du da bist. Passt du auf meine Hose auf? Finde ich sehr, sehr gut. Willst du mitkommen, wenn wir den Zuschauern zeigen, was sich alles verändert hat? Du bist doch immer gerne mit dabei, oder? Na gut, dann komm mal mit. So, ich bin inzwischen unten im Haus. Hier ist es deutlich kühler. Wir haben, glaube ich, aktuell so 27 Grad in Brandenburg. Und bei mir im Dach oben wird es schon wieder ein bisschen wärmer. Der Elektriker hat sich jetzt leider noch nicht gemeldet zwecks Klimaanlage. Ich hatte da ja angefragt. Der wird auch eine Menge zu tun haben. Jetzt ist heute Feiertag, dann haben wir Brückentag. Und ich denke mal, nächste Woche rufe ich mal an und frage nochmal nach. Die Temperaturen gehen dann zwar wieder runter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sommer kommt. Luki ist mitgekommen. Ich habe mir das schon fast gedacht. Genau, ich bin jetzt unten. Ihr seht schon gleich etwas, worüber wir hier gleich noch sprechen werden. Das machen wir aber noch. Jetzt gehen wir erstmal ins Badezimmer und dann erkläre ich euch, was da noch fehlt und was schon gemacht wurde. So, willkommen in unserem Windfang. Der Ton ist hier gleich ein bisschen anders. Hier seht ihr ja, dass wir schon eine Menge gemacht haben. Wir haben hier schon eine Menge gemacht. Da sind meine Laufschuhe, da die durchgelatschten Dinger, die weißen. Schuhgröße 47, Tatsache. Die brauche ich zum Laufen. Aber wo ich mit euch hingehen wollte, ist ins Badezimmer. Denn zack, der Raum ist quasi fast fertig. Hier ist schon ein bisschen eingerichtet. Wir haben Toilettenpapier und einen Mülleimer. Kleine Handtücher und hier haben wir noch also eine Dekopflanze. Also der Raum ist quasi fertig. Also neuer Boden, neue Wände. Der Kasten hier unten wurde neu gemacht. Dann ist schon alles gestrichen soweit. Die Halogenspots sind angeschlossen und der gesamte Spülkasten ist quasi neu gemacht. Das Fensterbrett auch genauso wie im Windfang komplett neu. Hier auch mit der Edelstahlschiene. Der Jalousiekasten ist jetzt auch quasi verschwunden und damit schön klar, wenn man mal an die Jalousie ran muss, dann muss man sie wieder öffnen. Das ist halt aber so. Und ja, hier stehen wir direkt vor dem Spülkasten, der jetzt auch nochmal gleichzeitig als eine Ablagefläche dient. Ich denke mal, das ist auch ganz gut. Und ansonsten haben wir jetzt hier noch das Klo, was angeschlossen werden muss. Dann muss hier die Heizung angeschlossen werden. Der Waschtisch und dann den Spiegelschrank. Und dann ist eigentlich der Raum komplett fertig. Und es ist wirklich, wirklich schön geworden, wenn ich mal so die Kamera jetzt hier so drehe. Ich finde das wirklich richtig gut. Und wie man sehen kann, fügt sich halt so das Fliesenbild, jetzt sind wir auf einer Höhe, perfekt ein. Das ist hier der Vordergrund, also quasi der Windfang und hier geht dann die Fliese weiter und das ist perfekt auf einer Höhe. Jetzt zeige ich euch mal im Wohnzimmer, was Maxim und ich aktuell noch angehen, was wir vielleicht auch machen. So, wir befinden uns wieder an der Startposition im Wohnzimmer und ihr könnt schon im Hintergrund ein bisschen den Kamin sehen. Und über den reden wir heute, denn der Kamin, der funktioniert, aber wir sind mit dem nicht mehr so zufrieden, weil ihr habt ja mitbekommen, wir haben ja auch das Wohnzimmer dieses Jahr komplett machen lassen, die Wände neu gestrichen, die haben es jetzt auch da, die Wände neu gestrichen, geschliffen, alles glatt gezogen, keine Tapete mehr, also hier war wirklich eine Menge los, habt ihr alle gesehen. Jetzt ist uns aber etwas aufgefallen, was wir auch noch machen wollen, zeige ich euch. Und zwar ist das hier der Kamin. Ihr seht ja schon, hier ist der Boden, hier geht es in den Flur rein und hier habt ihr diese roten Fliesen, die sind ja hier auch völlig in Ordnung. So sieht das hier aus. Und wir haben hier wirklich einen sehr, sehr alten Kamin. Der ist auch funktional, der ist angeschlossen. Wir haben jetzt da LED-Kerzen reingemacht. Aber den kann man natürlich beheizen mit Feuer. Dann
haben wir einen Schornstein und das geht dann quasi raus. Hier hängt übrigens noch eine Hose von mir, eine neue Hose. Genau, hier geht dann quasi die warme Luft raus, also der Rauch, und hier kommt die warme Luft in den Raum. Aber der Kamin, der ist halt wirklich schon uralt und wir wollen hier diese Fliesen rausnehmen, die roten Fliesen raus, denn dann die Steinfliesen rein, also quasi, dass wir das Fliesenbild hier übernehmen können, und dann wollen wir aber diese Wand hier hochfliesen. Also quasi bis hier zu dem Bild, dass man denn dann in der Nahaufnahme hier das nochmal so hat im schwarzen Look wie dort links, dass es ein einheitliches Bild ist. Dieser Kamin soll raus und dann hätten wir ganz gern so einen weißen Kamin, der relativ hoch ist, dass auch die Luke ein bisschen höher ist und den dann auf einer gewissen Ebene hat. So ist die Vorstellung. Das könnte funktionieren. Das könnte gut aussehen. Ich bin da ganz, ganz überzeugt von, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aber dieses Fliesenbild hier, das passt einfach nicht zum Rest des Hauses, wenn man jetzt mal so die Tür macht und mal so den Blick hat. Ja, es sieht halt aus, wie es aussieht. Das ist der Sicherheitsbereich um den Kamin herum, aber den kann man ja in derselben Fliesenfarbe einfliesen. Und dann hat man quasi hier auch nochmal so einen Übergang. Dann könnten hier auch die Schienen nicht mehr in Gold sein, sondern in Edelstahl. Dann müsste man aber halt auch hier diese Schienen austauschen. Aber das ist ja alles keine große Sache. Und wenn man das gemacht hat, dann würde das hier nochmal richtig gut in unseren Raum passen, weil das Klavier ist ja quasi auch schwarz. Und das wäre dann wirklich eine coole Sache. Also ihr seht, es wird bei uns wirklich nicht langweilig und das ist nur jetzt eine fixe Idee, die wir heute Morgen hatten, dass uns das so ein bisschen stört. Dann gibt es natürlich noch im Haus viele, viele weitere Sachen. Das Klimathema ist noch etwas, was ich euch erzählt habe. Das müssen wir angehen. Und dann hatten wir noch den Weg im Garten, der soll fortgeführt werden. Ja, und dann natürlich der ganze untere und obere Bereich des Hauses. Da wollen wir uns aber noch ein bisschen Zeit lassen. Ich finde, der untere Bereich des Hauses, der ist mir persönlich sogar noch ein bisschen wichtiger, weil Maxim da unten halt arbeitet. Und ja, so alte Holzdecken, die 30, 40 Jahre alt sind, die haben so einen Eigengeruch. Das ist so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht, das klingt, das, also so altes Holz riecht so ein bisschen nach altem Holz. Das ist so ein leichter Modergeruch und der stört mich. Den gibt es da schon immer und denselben Geruch hatten wir auch im Windfang gehabt. Als wir den Windfang gemacht haben, hat der auch mal so leicht hölzern, modig gerochen, als die Holzpaneele ab waren. Dahinter war keine Feuchtigkeit, kein Wasser. Es ist halt einfach ein alter Geruch. Und der stört mich tatsächlich auch unten im Keller aufgrund der Holzverkleidung. Deswegen bin ich da extrem froh, wenn das alles weg ist. Dann muss die gesamte Decke neu verkleidet werden. Das sind ja, boah, das sind bestimmt auch fast 200 Quadratmeter, ist jetzt sehr viel, aber 100, also warte mal, der Raum waren 140 Quadratmeter hier alles zusammen. Das ist eine Menge Holz, was da runter muss von der Decke. Und das muss halt dann alles wieder neu abgehangen werden. Wir haben aber auch schon überlegt, die Decke hat ja einen Grund, warum die abgehangen ist. Darunter sind ja Rohre. Ich habe schon überlegt, ob man die Decke vielleicht nicht abhängt, sondern nur die Rohre verkleidet, ähnlich wie im Badezimmer. Dann hat man halt da so einzelne Striemen, die kann man aber quasi ja so braun halten. Dann sehen das aus wie Holzbalken. Dann sieht das auch gewollt aus. Das muss man gucken, wie es unter der Decke aussieht. Das weiß ich gar nicht, weil wir die ja nie verkleidet haben. Und so würde man denn ein bisschen Höhe gewinnen. Wir haben da unten, ich glaube, so 2,10 Meter, 2,20 Meter, schon extrem viel Platz zur Decke. Aber das stört und die ganze Elektronik muss halt überprüft werden. Für die Leute, die den Kanal schon länger verfolgen, die wisst ja, dass wir auch so ein Lichtschalterproblem haben, dass es mal ging, mal nicht ging. Also alles ganz, ganz merkwürdig. Das hat sich der Elektriker angeguckt. Dann wurde dieser Lichtschalter überbrückt, weil man die Ursache nicht gefunden hat. Das gibt halt alles so ein komisches Gefühl, wo man denn dann schon noch mal ran muss. Und das so ein bisschen zu klären. Aber das ist so etwas, das könnte in dem Zuge denn passieren. Und für Maxim, der da unten ja genauso viel wie ich oben arbeite, ist das natürlich auch für Maxim super, wenn das unten einfach ein bisschen entspannter für ihn wird. Und ja, er da einfach ein bisschen sich wohler fühlt. So ist auch mein Gedanke. Und ich habe ja gesagt, dieser minimale Holzgeruch, der stört mich. Keine Ahnung, der hat uns auch im Windfang immer gestört. Immer wenn wir ins Haus gekommen sind, hat das so leicht gerochen. Wie gesagt, als die ganzen Paneele ausgetauscht wurden, darunter war kein Schimmel, nichts feucht, da war alles in Ordnung. Aber es entsteht halt einfach trotzdem ein komischer Eindruck und deswegen muss das auch gemacht werden. Ja, und dann sind immer so Kleinigkeiten hier im Haus. Wir haben auch schon über den oberen Bereich natürlich gesprochen. Auch da heißt es spachteln, glattziehen, verändern. Also es ist einfach viel zu tun. Aber das ist ja das, was uns so viel Spaß macht. Das Haus zu verändern, so dass es zu unserem Haus wird. Und hier unten
Es ist super geworden. Also auch das Badezimmer, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, es sieht wirklich schön aus und nicht mehr so dieses alte. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal die alten Videos an, wo wir das Bad gezeigt haben. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und es passt perfekt ins restliche Haus jetzt rein. Und ja, das war bitter notwendig. Meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch vom Herzen einen wunderschönen 1. Mai. Wir sehen uns wieder am Freitag hier auf diesem Kanal, dann auch vielleicht mit Maxim, der ist ja aktuell noch krank. Und deswegen sage ich auch immer, nee, komm, du hast schon genug für dich selbst zu tun, dann musst du hier nicht noch auf diesem Kanal unterwegs sein. Werd erstmal gesund, schon deine Stimme und dann begrüßen wir ihn zurück. Ich selber bin noch gesund, aber ich merke auch ein bisschen nasal und ein bisschen belegte Stimme. Mal gucken. Weil wenn Danny krank wird, dann ist immer Männergrippe, dann heißt es immer gleich tot. Meine Lieben, ich sage erstmal Tschüss, bis Freitag.